spürt eine extreme Freiheit einfach in sich. Man denkt so, man hat eigentlich gerade die ganze Welt von sich abgeschaltet. Man ist nur auf seinen Flug fokussiert und ist einfach ein mega Gefühl. Und ja, nach Hause gekommen bin ich jetzt mit einer Goldmedaille, einer Silbermedaille und einer Bronzemedaille und ist natürlich überragend. So, Luca, ich wünsche dir weiterhin sportlich viel Erfolg und auch beruflich und dass das weiterhin alles so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Respekt für die Leistung, aber auch für die Disziplin, die man in dieser Sportart zwangsweise mitbringen muss. Also ich denke, das ist aller Ehren wert und lässt mich auch nur staunen. Ja, ich kann mich noch ganz genau an meinen ersten Sprung erinnern. Das war genau hier in Meschstetten auf der K20 in der Matschhose und im Fließpulli mit einem Alpinski. War natürlich ein super Gefühl, wenn man sich das erste Mal von der Schanze gewagt hat. Beim Luca war es von Anfang an sehr klar, dass er ein Ausnahmetalent ist, weil er sehr zielorientiert ist und seine Ziele gewissenhaft verfolgt. Er ist auch bereit, für viele Sachen zu verzichten. Wenn dann wenn der Erfolg stimmt, dann umso leichter. Aber er hat auch in Zeiten, wo es nicht so gut gelaufen ist, trotzdem nach wie vor an seinem Ziel festgehalten. Und das zeichnet einfach ein sehr guter Sportler aus. Und natürlich ist der Traum von jedem Sportler, einmal eine olympische Medaille mit in die Heimat bringen zu können.